Die Rezepte von uns findet ihr natürlich auf unserer Homepage. Schaut mal durch. Heute kochen und backen wir Gnocchi mit Gorgonzola und Nüssen. Jetzt werden die Ersten sagen, oh Gott, warum müssen wir das denn selber machen? Das kann man doch im Tiefkühlregal kaufen. Probiert es aus, es schmeckt anders. Wir versuchen das jetzt so zu machen, genauso wie die italienische Vorgabe ist. Und ich bin gespannt. Ich habe nachher hier einige Leute, die hier probieren möchten. Von daher gebe ich mir jetzt die größte Mühe. Zunächst habe ich Kartoffeln vorgekocht. Diese habe ich jetzt, also Pellkartoffeln, einfach mit der Schale kochen und dann schälen. Und dann müssen die klein geschnitten werden und die müssen etwas auskühlen. Weil ansonsten kann man die als Teig nicht gebrauchen. Diese kommen jetzt in eine Schüssel. Dann ähnlich wie bei Stampfkartoffeln erstmal klein machen. Dass es ein Brei ist. So, hinzu kommt Ricotta. Wenn ihr Ricotta nicht findet, ihr könnt problemlos Quark nehmen. So, den bitte aber abtropfen lassen, auch so wie den Ricotta. Unterheben. So. Dann kommt 120 Gramm Parmesan. Also Parmesan kommt mit dazu. Ich habe jetzt etwas andere Mengen hier. Weil wir sind mit ein paar Leuten mehr, da muss man ein bisschen mehr kochen. Das Rezept, was bei uns auf der Seite steht, reicht für 4 Personen. Ja, also wenn ihr das macht, dann geht von einer Personenanzahl von 4 aus. Das kommt mit dabei. So, dann kommen dabei 160 Gramm Walnüsse, und zwar gemahlene Walnüsse. Wenn ihr die gerade nirgendwo findet, ihr könnt auch ganz normale Walnüsse nehmen, dann müsst ihr sie halt nur durch eine Küchenmaschine geben, sodass sie fein gemahlen sind. Die kommen jetzt auch dazu. Eigelb. Etwas Salz. Pfeffer. Muskatnuss. Und dann das verrühren wir jetzt erstmal miteinander. So, und damit das Ganze wirklich nachher auch einen Teig ergibt, kommen jetzt noch 400 Gramm Mehl mit dazu. Weil das bindet jetzt den Teig. Und wieder verrühren.
Zwischendurch muss man immer so ein bisschen so das Mehl von den Seiten holen. So. Und wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann geht es mit der Hand weiter. Irgendwann gibt nämlich die Maschine auf, weil dann kann die nicht mehr. So, und dann liegt es an euch, sozusagen diesen Teig zu kneten. Ist jetzt so ähnlich wie Kuchenteig. Ja, den knetet man. So. Kurze Zeit stehen lassen. So, aus dem Gnocchi-Teig formen wir jetzt Rollen. Und zwar ungefähr von einer Dicke von 1,5 Zentimetern. Ich sag mal, das ist so ein dicker Daumen. Da kann man sich vielleicht dran orientieren. Davon dann ungefähr 2 Zentimeter dicke Stücke abschneiden. Diese, wie gesagt, mit einem Finger so ein bisschen platt drücken. Wenn ihr die so platt gedrückt habt, dann mit einer Gabel an einer Seite so ein bisschen eindrücken. Das ist so diese typische Gnocchi-Form. So. So, erstmal weitermachen. Gnocchi heißt übrigens eigentlich nichts anderes als kleine Klößchen. Ja. Weil es ist ja ein richtiger Kloßteig auch entstanden. So, dann die Gnocchis auf ein Blech nehmen. Das habe ich nur vergessen. Und dann kommen die so in kochendes Wasser. Die müssen einmal hochkochen und sobald die wieder auftauchen, sind die auch fertig. Also die Gnocchis sind hochgekommen, die können Sie jetzt entnehmen. Und verteilen Sie in einer Schüssel. Und wie unschwer zu erkennen ist, haben wir für ein paar Leute mehr vorbereitet. So, nachdem wir jetzt die Gnocchis fertig haben, müssen wir jetzt noch die Soße machen. So, ich habe jetzt Hühnerbrühe mit Creme Fraiche aufgekocht. Und da hinein geben wir den Gorgonzola, weil das sollte man nicht auf dem Herd tun, sondern weil der löst sich sehr schnell auf. Und dafür muss man ihn nur in die heiße Flüssigkeit tun. So, während der schmilzt, immer rühren, damit er sich nicht festsetzt. Dann kommt noch etwas Salz mit dazu. Pfeffer
aus Muskatnuss. Und ein Schuss Olivenöl. So, wenn die Soße fertig ist, gießt ihr sie über die Gnocchis. Ein bisschen warten. Wir haben die Auflaufform so voll gemacht. Jetzt müssen wir mal warten, bis er ein bisschen einsickert. So, und dann, wir hatten ja noch ein bisschen Parmesan über. Geben wir diesen Parmesan über die Form. Jetzt geht das Ganze für 10 Minuten bei 200 Grad nochmal in den Backofen zum Überbacken. So, die Gnocchis sind aus dem Ofen gekommen, können servieren. So. Soße noch darüber. Und guten Appetit. So, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach mal ein kostenloses Abo da, like das Video und aktiviert die Glocke, wo es geht, damit ihr zukünftig auch kein Video mehr verpasst. Tschüss.